Ich muss mich immer ab und zu dahin umdrehen, weil ich leider nicht so tolle Handouts, so kleine Handzettel habe wie der Toni. Ganz kurz zu mir. Ich bin ehemalige Nachwuchssprecherin beim Börsenverein gewesen und bin bei Piper als Kundenmanagerin im Vertrieb tätig. So, ich habe mich bei den Buchtagen in diesem Jahr für die AG Konzentrationsprozesse in der Buchbranche eingetragen und wir haben uns per Mail mehr oder weniger verständigt und ein kleines Papier erarbeitet und ich erschlage euch jetzt erstmal mit Excel-Tabellen, habe ich mir überlegt. Nur ganz, ganz kurz, was bedeutet eigentlich Konzentration in der Buchbranche und dafür muss man die sich ja erstmal ein bisschen angucken. Dafür habe ich mir als allererstes erstmal angeschaut, wie sieht eigentlich die Umsatzsituation aus. Das, was eigentlich jeder Azubi irgendwie in der Schule schon mal mitbekommt, wie entwickelt sich der Markt insgesamt. Man sieht hier habe ich hier eigentlich so ein Laserding? Genau, man sieht die Entwicklung, ich habe leider nur bis 2010 die Zahlen, hoffentlich können wir dann im nächsten Jahr im Juni schon neuere Daten auswerten, dass sich die Umsatzsituation ganz leicht steigert, aber letztendlich ist es insgesamt ein sogenannter stagnierender Markt. Also wir haben immer so rund 9 Milliarden Euro Umsatz, jetzt 9,7 in 2010. Das heißt, der Kuchen bleibt gleich groß über die Jahre und man muss sich anschauen, wie er verteilt wird.